So, willkommen zurück bei Gamer Tim Drake. Wir spielen nach wie vor Assassin's Creed Odyssey und kümmern uns heute um die nächste Nebenquest, nämlich die Jagd auf dem guten Hyrkanos, von dem wir schon so viel gehört haben. Aktuell sind wir beim Söldnerrang auf Rang Nummer 9. Das heißt, die Reise beginnt, erwirb dir die wirtschaftlichen Boni höherer Ränge, indem du höherrangige Söldner eliminierst. Und je mehr wir haben, desto mehr haben wir nachher an Boni und können bei den einzelnen Läden sparen. So, Hyrkanos, der Söldner Hyrkanos, hatte von Athen den Auftrag erhalten, die Bestrebungen der Spartaner in Megaris zu sabotieren. Er war ein Meister darin, anderen Sammelsinn zu manipulieren. So, Nebenquest Jagd auf Hyrkanos, da können wir gerade sehen, eine Armee für sich, die Nebenquest, töte Athena-Soldaten in Megaris, 18 von 20, das heißt, das müsste mit der nächsten Hauptquest, die wir dann auch im nächsten Video machen, automatisch miterledigt sein. Haben gerade die Quest bestätigt. So, insgesamt gute 250 Meter weiter weg. Überall, wo wir vorbeigehen, nehmen wir natürlich unser Olivenholz für unsere Bögen oder auch für unsere Schiffsausrüstung mit. Genauso wie die einzelnen Gesteinsbrocken, die überall wunderbar in der Welt verteilt sind. So, den guten alten Phobos, den brauchen wir dafür nicht. Es ist ja eine relativ kurze Strecke. Das heißt, wir gehen ja einmal oben auf den Gipfel, denn der Hyrkanos, der ist mit anderen Soldaten nämlich ja, bei so einem Palast. Und wir werden nämlich Folgendes machen. Wir werden uns oben auf dem Dach gleich positionieren und werden dann ohne großartige Verluste von unserem oder mit unserem Bogen dann gezielt den Hyrkanos erledigen und auch die anderen Gegner. So, vorher mal kurz mit Ikaros einmal lang gehen, damit wir sehen, wie viele Gegner sind dort und schwören dort herum. So, da schauen wir einmal. Da ist nochmal ein Schatz. Okay. So, Ikaros zeigt an, da ist noch was. Kurz weiterfliegen hier. So, und dort oben auf dem Dach werden wir uns gleich, wie gesagt, positionieren. Und da ist dann nochmal ein Schatz für ein paar EP-Punkte, wenn wir den Orten halt auch noch gleich miterledigen werden. So, alles, was der Ikaros sieht, können wir schon mal markieren. Das wird in der späteren Welt dann noch angezeigt. Einige Truhen in der Nähe. Okay. So. Dann pirschen wir uns mal das Ganze heran. So, neuer Ort entdeckt. Militarisierter Tempel von Megara. Befehlshaber ausschalten und einen Schatz plündern. So, da unten steht auch schon der Söldner, der Hyrkanos. So, und hier oben stellen wir uns einfach mal frechermaßen hin. Und werden gleich mal unseren Bogen zücken. Denn der Hyrkanos, der klettert hier nämlich gar nicht hoch. Na, kurz gucken, da steht er ein bisschen ungünstig. Man könnte natürlich auch einen Schleichangriff jetzt starten, aber möchte gar nicht in die Gefahr gelangen, dann großes Gefecht zu kommen. So, zack, Kopfschuss. Da kann man sehen, schon gut Schaden verursacht. Kann man sie jetzt auch ein bisschen Zeit mitlassen. Die anderen sind auch voller Rätsel. Mensch, wo kann der Schütze denn bloß herkommen? Finden wir ja gar nicht. So, den können wir leider nicht mitnehmen, weil davor natürlich diese Dachpalisade ist. Ein bisschen näher muss er noch ran. Sonst bringt das recht wenig und wir erwischen ihn nicht. So, und der nächste Kopftreffer. Wir haben ja Zeit. Oh, der hat uns entdeckt, aber er klettert auf jeden Fall nicht hier hoch. Der Vorteil ist auch, wenn ihr wenig Gesundheit haben solltet, weil die Schützen euch doch treffen sollten, dann geht ihr einfach geduckt auf die andere Seite des Daches, verharrt da ein paar Sekunden und dann regeneriert sich automatisch eure Energie. Weil wie gesagt, auf diesem Tempel hier wird kein Soldat hochklettern. Witzigerweise. So, Hyrkanos der Gerissene ist eigentlich gar nicht so gerissen, denn er hat ja irgendwie nach wie vor noch nicht realisiert, dass er irgendwie auch hochklettern könnte. Das Ganze geht natürlich deutlich schneller, wenn ihr Feuerpfeile habt. So, der nächste Bogenschütze ist auch gleich weg.
Versteckt sich dann im Gras hinterm Hügel. Ja, schön verrissen eben. Nochmal verrissen. Aber wir haben ja genügend Pfeile. Ihr habt natürlich auch die Wahlmöglichkeit zu sagen, dass ihr die Pfeile manuell alle herstellt, oder ihr könnt es auch in dem Inventarmenü so hinterlegen, dass er die Pfeile automatisch herstellt. So, jetzt geht seine Energie ein bisschen runter. Ist auch schön, dass er da steht. Er trifft uns zwar auch, aber das soll uns nicht weiter stören. Gehen wir ein paar Schritte zurück. Auch immer möglichst versuchen, auf den Kopf zu zielen. Wo sagt ihr bekanntlich am meisten Schaden? Und Hälfte ist fast runter. Wirklich versteckt ist er da hinten nicht. Wir sehen ihn ja trotzdem durch unser schönes rotes Fadenkreuz. So, die sehen nach wie vor noch gar nicht, wo wir überhaupt sind. Sind nicht so die Schlauesten hier. So, Quest abgeschlossen, eine Armee für sich. Haben wir gerade gesehen, hat sich also automatisch miterledigt. So, Stufenaufstieg. Kümmern wir uns später drum. So, der ist weg. Neue Gravur freigeschaltet, plus 1% Chance auf kritischen Treffer. So, und der gute Hyrkanos bleibt wieder schön stehen, versucht selber zu zielen. Es ist ja nicht mehr viel übrig. Dann haben wir schon mal eine Armee für sich, eine Quest erledigt und auch die Jagd auf Hyrkanos nähert sich jetzt langsam dem Ende. Ja, da kannst du rennen, wie du willst. Du hast hier bereits verloren. Einen kleinen Futzel Energie hat er noch von seinem Balken. Jetzt kann man wieder raus, dass wir dich auch schön treffen können. So, noch ein. Und noch ein. Und noch ein. Und das war's. So. Söldner besiegt. Hyrkanos der Gerissene ist besiegt. Wir sollen uns jetzt bei dem guten Delios Dolios melden. Bevor wir das allerdings tun, wenn wir hier schon bei dem Tempel sind und auch einmal vorher markiert haben, dass da nochmal so ein Befehlshaber ist, den wir brauchen als optionales Missionsabschlussziel, genauso wie die Schatztruhe, nehmen wir die natürlich auch noch gleich mit. Liegt ja quasi mit auf dem Weg. Hier wird nochmal gerade angezeigt, Söldnerränge, schalte Söldner aus, um in den Söldnerrängen aufzusteigen und dann halt die gewissen einzelnen Boni-Vorteile zu genießen. So, Befehlshaber ist ausgeschaltet, jetzt können wir nochmal den Schatz kurz plündern. Ja, zack, stehen, das sieht ja auch keiner. Und damit ist auch der militarisierte Tempel von Megara, der Ort ist abgeschlossen. Gibt auch wieder ein paar kleine EP-Punkte. So, jetzt wieder zurück zu Dolios. So, neuen Ort entdeckt. Das Grab. Ja, mal kurz ein bisschen looten hier, was hier so rumliegt. Ein paar Drachmen nehmen wir mit. Keine Angst, das Grab selber betreten wir nicht komplett mit unserer Fackel und durchforsten das, denn es geht in diesem Video ja schließlich einmal um die, ja, das automatische Lösen der Quest einer Armee für sich und halt auch die Nebenquest, die Jagd auf Hyrkanos. Das heißt, wir machen uns jetzt wirklich auf dem direkten Weg zu dem Dolios, mit der uns ja in der vorherigen Mission oder im vorherigen Video einmal schon mal darauf aufmerksam gemacht hatte, Achtung, hier war irgendwie ganz viel Blut verschmiert, wir mussten interagieren, mussten ein bisschen untersuchen und haben uns dann auf den Weg gemacht, um zu schauen, was es denn damit auf sich hat, und hatten ja herausgefunden, dass der Hyrkanos, der Gerissene, den wir jetzt gerade getötet haben, dass der die Spartaner angegriffen hatte. Und dass der ganze Proviant, den er zurückgelassen hat, den haben natürlich dann die Dorfbewohner genutzt in Zeiten des Krieges, um ihre Kinder auch zu versorgen. Hatten ja dann die Möglichkeit, uns ja divers zu entscheiden, dass wir halt entweder die Dorfbewohner töten, was wir natürlich nicht gemacht haben, weil wir sind ja gute Menschen, wir sind ja Ehrenmänner, und haben dann gesagt, komm, die lassen wir am Leben. Und der Dolios hat uns dann den Auftrag erteilt,
Nachdem wir ihm erzählt haben, dass die Dorfbewohner gesagt haben, der Hyrkanos steckt dahinter, dass das halt ein Stachel im Fleisch der Spartaner ist und er uns reichlich belohnen würde, da habe ich noch beim letzten Mal gesagt, da erinnern wir uns mal schön dran, reichlich belohnen würde, sofern wir uns auf den Weg machen und auch den Hyrkanos, den gerissenen Söldner, als Söldner erledigen. So, und dann bin ich natürlich auch mal gespannt, wie sieht es denn auch mit der großen fetten Belohnung aus, die er da uns großartig zuerst angekündigt hat. Hält er sein Wort oder hält er nicht sein Wort? Mal gucken, ob wieder irgendwelche Gesteinsbrocken hier rumliegen oder irgendwelche kleinen Olivenhölzer, die wir gleich mitnehmen können in unsere Tasche. So, das war ja die Höhle, wo der für die Nebenquest Proviantversorgung, wo die Dorfbewohner waren. Die haben sich natürlich jetzt zurückgezogen, haben sich verkrümelt. Haben also auch deutlich verstanden, was sie beim letzten Mal gesagt haben. Na, hier war das. Hier war der Eingang, nachdem wir den einzelnen Tatort untersucht hatten. Ja, schöner Hinweis, mit einer Fackel müssen wir jetzt aber nicht durch die Gegend rennen. So dunkel ist es nicht. Und da steht auch schon der Dolios. The mercenary Irkanos is dead. Sparta thanks you, Mystios. What about my reward? We never entered into a contract. This is something you did yourself. But be assured, Sparta is great. Na, das ist natürlich super, ne? Also ein Mann ein Wort zählt bei Dolios anscheinend nicht. Wir sehen uns bei der nächsten Hauptquest bei Assassin's Creed Odyssey. Bis dorthin, euer Gamer Tim Drake.